Wir sind um 13.20 Uhr alarmiert worden zu einem Dehnfugenbrand in einem Hochhaus in der Esslingen Innenstadt. Beim Eintreffen bei der Erkundung hat sich herausgestellt, dass Bauarbeiter hier mit Abflammen bzw. mit dem Verbinden von Dachpappe bei der Arbeit waren. Dann ist das Ganze durch Hitzefunkenflug in eine Dehnfuge reingebrannt und hat diese Dehnfuge in Brand gesetzt. Problem war jetzt dabei, dass zwischenzeitlich eine Verrauchung von zwei Kellerräumen in zwei verschiedenen Gebäuden, das sind alles beide Hochhäuser, stattgefunden hat. Die Schwierigkeiten waren die Ausbreitung des Brandrauchs. Das heißt, wir mussten schauen, dass dieser nicht unkontrolliert in die Treppenräume der beiden Hochhäuser gelangen kann. Deswegen galt unsere erste Maßnahme, dass wir die Brandbekämpfung sofort eingeleitet hatten mit einem C-Rohr und dann sofort die Kellerräume dementsprechend kontrolliert haben und auch dementsprechend dicht gehalten haben, dass die Türen zu waren und so weiter. Die Gebäude mussten nicht geräumt werden. Wir konnten das dadurch verhindern, dass alle Rauchschutzabschlüsse geschlossen waren oder wurden. Das sind Lanzen, die können wir speziell in den Fugen einbringen, die haben einen geringen Durchmesser. Und somit, das sind so Metallstäbe, können wir ziemlich tief ins Mauerwerk rein, damit wir hier die Glutnester im Bereich der Dehnfuge, in der Dehnfuge drin bekommen können und ablöschen können. Wir haben jetzt die Löschmaßnahmen fast abgeschlossen. Die ganzen Treppenräume wurden jetzt nochmal kontrolliert. In den Kellern wurden jetzt Lüfter gestellt. Das heißt, wir fangen jetzt mit einem Lüftungskonzept an. Diese Kellerräume, die keine Abluft haben, weder einen Lichtschacht noch ein Fenster, wir werden diese Kellerräume jetzt dementsprechend entrauchen. Wir sind derzeit mit 7 Fahrzeugen und 30 Kräften im Einsatz.